Wir freuen uns, dass ihr von der Weide eingeschaltet habt. Dankeschön dafür, dass ihr uns wollt, mir folgen dürfen. Du und ihr dem Subscribe anklicken, wenn du das noch nicht getan hast. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn du den WhatsApp-Nummer mal abschreiben, deine Freunde alle einladen und deinen Phone unsere Videos zu schicken. Wir freuen uns, dass wir der Tit von Gott geschrieben haben, dass wir von der Weide gerne ein Video mit und mitteilen. Von der jeder du am Ostern. Ostern ist ein Tag, wo wir als wahre geborene Christen feiern dürfen. Weißt du, wie ein Wort? Wir sind froh dafür. Wir sind Gott so dankbar dafür, dass er seinen Sohn auf diese Welt gebracht hat. Von der wurde meine Frauen auch ab dem Ende von diesem Video ein schmackes Lied spielen mit der Harp und Keyboard, dass heute dort auf Golgatha stand einst ein altes Kreuz. Ich habe dort mal euer gesagt, meine Frauen auch sind keine Sänger nicht. Wir können singen, aber wir sind nicht Sänger. So wie wollen bloß ein schmackes Lied verspielen, so ist David in der Bibel, der König Saul verspielen, so wo wir jünd hier ein bisschen ein Lied verspielen, das alte Kreuz. Aber ich möchte auch von der mit dieser Geschichte und mit dem Lied ansparen, plattdeutsche Menschen, wahre geborene Christen, wenn du Jesus noch nicht kennst. Ostern ist ein Tag, wo wir deinem Gott danken dafür, dass er seinen Sohn, Jesus, auf diese Welt gebracht hat, er leid am an der Kreuz gestorben für unsere Sünde. Du musst einer sterben für unsere Sünde. Und da wir nur ein einziger Wort tun können, bloß Jesus. Er hat niemals gesündigt. Er nimmt all unsere Sünde, was wir getan haben. All die Sinn, was du getan hast, der Sinn, was du nicht darfst, und der Sinn, was du noch tun willst, all die Sinn, nimm Gott sein Sehen, Jesus. Alle nur sich, dann ging er nur dort Kreuz, dann starb er für all die Menschen. Er hat auch raufgekommen von der Kreuz und sagte, ich war das nicht tun. Er sagt, ich war das tun. Ich will mein Leben geben für dich und für mich, dass wir geraten werden. Du hörst mal, verstehst du, was Jesus dir getan hat? Bist du froh dafür? Lieber Zuhörer, nimm dort doch nicht gleichaltig, dass du noch die Bekehrung kaufst. Jesus kam und starb an der Kreuz für dich. Wenn du ihn noch nicht angenommen hast, dann tu das doch, weil er dort zu laut ist. Da sind so viele Menschen, die da noch halten. Jesus sagt, die Bibel sagt, da sind viele Menschen auf dem breiten Weg, die noch halten. Aber da sind nur ein paar, die im schmalen Weg gehen. Bist du auf dem schmalen Weg? Ich sehe kein Prediger, ich habe ihn dort auch Völker gesagt. Aber ich sehe Gott sein Kind, ich habe mich bekehrt. Durch Gott seine Gnade, ich habe meine Sünde vergeben. Ich habe das Gefühl mit euch, dass unsere plattdeutschen Menschen wollen gar nicht unbedingt eine Botschaft von Jesus hier. Die wollen bloß ein bisschen Pinsel lassen, dann gehen sie rüber in die Kirche. Wie macht ihr das mal ernst nehmen? Liebe Brüder, liebe Schwestern, das gibt eine Halle und gibt einen Himmel. Wie deine Ostern feiern. Nicht Ostereier versteht in der See gehen. Das geht Ostern. Ostern ist, dass wir feiern dürfen und nicht bloß Ostern, jeder Tag in unserem Leben. Dort Gott sein Sohn Jesus an der Kreuz ging und starb für unsere Sünde. Ich sehe in Jerusalem gewasst. Er hatte jemand gesehen, wo Jesus, wo sie den Verspäter deide. Und wo er betet dafür, dass diese ganze Sache wird von ihm weggehen. Aber er sagt, Gott, dein Wille, nicht mein Wille, Gott, dein Wille. Und er ging dann an der Kreuz, ohne Sinn, ohne Nicht. Und wie der Menschheit, mög am Tod. Und er starb, aber er bleibt nicht im Grab pen. Er stand ab von der Tode. Und dann ging er um Himmel. Und er versprach uns, dass all die Jahre, die wir ankommen, wird ein schmackes Haus mög im Himmel. Und dort ist ein neues Haus, da wird kein Sotan meier Sinne, da wird nur schlechtet meier Sinne. Meistens wird er weiterkommen, er wird uns von hier mitnehmen im Himmel. Bist du bereit, Jesus zu begegnen?
Nu, wenn die Austere feiern dann, kann die ansparen, deutlich ab die nicht Neues gehen, oder deutlich mal deine Sünde bekennen für Gott. Nicht für Menschen, vielleicht für dich auch, aber für Gott, wo die eines der uns rechte wird, auch mir. Weil wir doch unsere Sünde bekennen und weil wir uns vor dem Himmel doch uns Leben geben, sodass er uns vor dem im Himmel bringen, dass wir nicht brücken Hals sind für immer. Weil wir dort doch so schwindes schmählich tun, könnt ihr dort anspannen. Lieber Brüder, lieber Sester, lieber Plautdietsche, wenn du dich nicht bekehrt hast, dann tue das doch von dir, sodass Jesus kann in dein Hort nehmen und dass du warst Gott sein Kind wurde und dass du Gott sein Kind warst bliebe, dass du warst ein Zeugnis sein für andere Menschen, dass du warst ein Licht auf dem Bauch sein und dass wir waren andere Menschen von Jesus vertalen und nicht die durch ewig schämen, von unserem Jesus zu reden. So, nun haben wir noch ein Schmackert Leid. Hört sie doch mal an. Wir wünschen dir und deiner Familie noch eine gesegnete Ostertid mit Jesus.